bisschen nach einem Zirkel aus. Verschiedene Übungen sind da aufgebaut. In den letzten Tagen haben die Jungs ja auch wieder Leistungstests gehabt. Eigentlich sind sie seit Freitag schon wieder hier am Center und arbeiten schon wieder eifrig für die neue Spielzeit. Wie gerade schon angesprochen, haben wir dann am 15.07. das AZ-Watz-Testspiel gegen die Becks-Auswahl in der Gifhorner Flutmulde. Werden wir euch live übertragen hier auf unserem Channel. Ihr könnt aber natürlich auch live vor Ort sein. Holt euch Tickets und dann könnt ihr auch dann vor Ort die Jungs wirklich live in Gifhorn sehen. Am 22.07. geht es dann ins erste Trainingslager nach Seefeld, nach Österreich. Und dann haben wir am 22.07. zum Ende dieses ersten Trainingslagers ein Testspiel gegen den SC Freiburg. Das Ganze wird in Sams stattfinden in Österreich. 14 Uhr ist der Anstoß. Und eine Woche später, am 29.07., kommt RC Lens ins AOK-Stadion, der Vizemeister aus Frankreich. Anstoßzeit und Ticketinfos dazu werden noch folgen. Wird es auf jeden Fall auf unserer Homepage geben, alle Infos dazu. Und dann geht es auch schon am 31.07. dann ins zweite Trainingslager nach Donaueschingen. Das liegt bei Freiburg. Dann werden da wieder 5 Tage hart gearbeitet und am 5.8. wird es dann das große VfL Stadionfest geben mit ebenfalls einem Testspiel. Dann in der Volkswagen Arena. Gegner ist noch offen. Aber da könnt ihr euch auf allerhand Programm freuen rund um die Volkswagen Arena. Das ist ja schon sehr, sehr gute Tradition beim VfL, dass die Neuzugänge unter anderem auf der Bühne vorgestellt werden und sich die Mannschaft auch präsentiert. Ja, und dann geht es schon in die erste Runde im DFB-Pokal. Am 13.8. dann, Sonntag, wurde das Spiel terminiert. 15:30 zur besten Fußballzeit bei Maccabi Berlin. Unser Gegner in der ersten Runde im DFB-Pokal dieses Jahr. Und dann nicht mal eine Woche später. Dann auch der erste Spieltag mit dem Heimspiel gegen Heidenheim. Holt euch auf jeden Fall eure Dauerkarte für die Volkswagen Arena. Dann habt ihr auf jeden Fall 17 absolute Highlights. Der Nils fragt, guten Tag, gibt es zum Trainingslager auch 1-2 Videos? Sollen wir nur 2 machen? Ich denke, wir machen ein paar mehr, Nils, wenn das für dich in Ordnung ist. Werden wir auf jeden Fall vor Ort sein. Wölfe TV wird für euch da sein und dann natürlich auch eifrig Videos machen.
Und jetzt geht's zur dritten Übung hier vorne. Eine, so wie es ausschaut, Stabi-Übung fürs Sprunggelenk. Abwechselnd mit dem rechten und mit dem linken Fuß. Frederik Scheller fragt, ist Aster Franks auch da? Noch nicht, aber er kommt. Er war ja auch bei der U21 EM im Einsatz und hat noch eine Woche extra Urlaub. Und dann kannst du dich auf ihn freuen. Und zwar in knapp einer Woche wird er hier in Wolfsburg dann erwartet. Gianluca Buscani, der hat auch noch ein bisschen länger Urlaub. Auch in knapp einer Woche wird er hier wieder sein. Und dann auch zur Mannschaft stoßen. Jetzt haben wir hier ganz, ganz schnelle Schritte. Hier. Da jagt einer den nächsten
und dann hinten raus noch schöne lange Läufe hier. Und das war's mit dem Zirkel. Jetzt wird wieder auf den anderen Platz gegangen. Heißt auch für uns, wir müssen einmal mit den Kameras kurz wandern. Und jetzt geht's aufs große Feld. Gerade kam die Frage auf. Lukas Metscher ist auch wieder dabei. Hier unten sehen wir ihn gerade. Jetzt sind wir doch mal gespannt, was hier als nächstes kommt, was für eine Übung. Schön auf jeden Fall, dass ihr alle hier am Start seid, zu unserem kleinen Livestream hier. Und falls noch nicht geschehen, lasst uns auf jeden Fall ein Abo auf dem Channel.
links jetzt, links rechts abwechselnd werden die Bälle hier zurückgespielt. Immer wieder müssen die Jungs sich einen neuen freien Mann suchen und hinsprinten. Eine Übung, die man auch selbst aus dem Training kennt. Haben wir unseren Capitano Max Arnold. Auch immer sehr, sehr gut drauf. Den hört man immer mal wieder.
Da haben wir Cedric Zesinger, Neuzugang von den Young Boys Bern. Könnt ihr euch auch hier auf dem Channel das WhatsApp mit ihm anschauen. Den hatten wir schon bei uns im Studio. Und wir haben natürlich auch in dieser Spielzeit wieder allerhand Content geplant für euch über die gesamte Saison. Könnt ihr euch also darauf freuen, und damit ihr da wirklich kein Video verpasst, einmal auf Abonnieren und das Klingelchen aktivieren, und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand hier bei Wölfe TV.